Zusammen und willkommen zurück beim PC Building Simulator. So, die Teile sind da. Eine Menge Krams. Und wir widmen uns als erstes diesen Rechner hier. Da müssen wir jetzt, bevor ich es vergesse, wieder ein bisschen die Wärmeleitpaste drauf machen. REM haben wir schon ersetzt bzw. bestellt. Die können wir mal installieren, den REM. Wo war er? Oh, Platinspeicher. So, wir hatten. Was hatte der denn verbaut gehabt? Oh Mann. Marcel. Ach, hier haben wir noch nicht mal an. Der wollte auch nur 120 Budget, hatte der nur. Was hat denn der Speicher gekostet? 80? So. Das ist der von dem. Das hier müsste sein. PC-Daten. Okay, ist jetzt natürlich auch nicht mehr drin. PSU und REM. Dann machen wir erstmal das Netzteil da rein. Das 350er war da drin. Noch mal echt schauen. Ich will jetzt hier nicht auf was Falsches einbauen, was der drin hatte. Ich bin gleich wieder da. So. Dark Silver RAM war's. Speicher. Da ist er. Zack, rein da. Das haben wir auch drauf gemacht. Jetzt brauchen wir die Prozessorkühlung. Das ist hier. Das Teil drauf damit. So. Warum ist er eigentlich hier immer noch mit PSU ersetzen? Gut. Scheint, weil wir die Kabel noch nicht angeschlossen haben. Müssen wir gleich nach dem Lüfter noch gucken, auf jeden Fall, wenn wir den Rechner starten. Ja. Lüfter dreht sich. Also alles schick. So. Ich wollte gerade sagen, jetzt das Standard-Service-Programm, aber dafür brauchen wir erstmal hier den Sticky wieder. Da brauchen wir erstmal den Stick. So. Wie ein Scanner. Und 3D-Mark. Wohl hat man hier nicht schon wie ein Scan gemacht? Oder war das der andere Rechner? Jetzt neu starten. Doppelt hält besser, ne? Das sieht gut aus. So, in der Zwischenzeit können wir natürlich hier schon mal die
Teile dran bauen. Und uns gleich um den anderen Rechner kümmern. Genau im Budget. So, hier hatten wir fehlende Teile. Da hatten wir einen Prozessor bestellt, genau. Den raus und den 6-4er rein. Das ist genau im Budget. Wärmeleitpaste drauf. Dann die Prozessorkühlung wieder rein. Und die Kabel verbinden. Die mehr Kabel haben wir nicht. Oh nee, sonst haben wir ja nichts abgefriemelt, ne? So. Das Teil dran. Bereit für Bootvorgang. Es wäre schön, wenn man hier wirklich noch die Mail auch sehen würde. Den starten wir mal eben. Und der hier ist fertig mit 2607. Schön. Kann der weg von Marcel. Und hier müssen wir jetzt noch. War hier schon 3D-Mark drauf? Jo, war schon drauf. Können wir also ausführen, ohne dass wir den Stick installieren müssen. Ist doch auch was Feines. Dann können wir den nächsten Rechner ranschlüren. Und zwar, was haben wir denn hier? Ein Upgrade. Das ist nur mit der Festplatte wieder. Da braucht der Gute eine neue Festplatte. Mich würde mal interessieren, ob die Programme hier noch drauf sind. Wenn man hier mal was installiert und einen Rechner wiederbekommt. Der soll ja auch nur aufgerüstet werden. Warum kriegt man den Laufwerksschacht nicht offen? Oder ist er von vorne? Jep. Ah ne. Da ist die Verriegelung. Okay. Ja, so ist jeder Tower halt anders. Netzteil, Festplatte. Schließen. Schließen. Und Kabel anschließen. Teile 50, 0 übrig. Ja, starten. Stick ist drin. Wir machen zumindest hier einen Scan, oder? Und wir knallen die Programme da drauf. Und dann sehen wir ja, falls der nochmal wiederkommt, ob die drauf sind noch. Wäre ja ganz cool. So. Jetzt neu starten. Und hier sind wir mit 2050 dabei. Oh, gerade so. Schön.
ausschalten und wegbringen. Das heißt, wir hatten jetzt Volker und Marcel. Die Aufträge können wir abschließen. Fünf Sterne, schön. Und vier Sterne. Da werden wir irgendwas wieder vergessen haben. Schade. Schade, steht nichts dabei. Gut. Wie weit sind wir hier? Wir einen Scanner starten. Da ist alles schick. Und 3D-Mark auch ausführen. Und wir können den USB-Stick natürlich schon rausnehmen. Und mal schauen, was wir noch hier haben. Kaputter RAM. Kaputter RAM ist gut. Ja, nicht gut, aber gut für uns, ne? Dark Red 2666. Mist. Mist, 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 haben wir nicht. Okay. Dark Red 2666. In den Warenkorb. Was ist denn, da ist noch irgendwas drin? Nee, das ist noch die Anliefergebühr. Gut. Dann können wir die jetzt mal wegpacken. Schwupps. Und eine Diagnose. Diagnose ist gut. Problem diagnostizieren. USB-Stick rein und einmal starten. Ja, gestartet ist er schon mal. Das ist doch schon mal gut. Dann kriegt er erstmal hier auch Virenscan. Hier könnten wir unter anderem die Info noch draufhauen. So. Und dann fangen wir mit dem Virenscan an. Ja, neu starten. So, der ist fertig. Einmal zu. Und in Abgeben von Bruce Van Cleef. Fünf Sterne, sehr schön. Verwerfen. Was haben wir hier? Black Petterberg. 8 Terabyte. Wow.
für 300. Da gucken wir mal. Nicht speichern. 8 Terabyte. Da haben wir 4. Das ist das Größte. Müssen wir 2 Platten einbauen. Was war sein Budget? 300. Heißt das 440 Arbeit? Weil dann dürften die ja nur 160 kosten. Damit kommen wir ja nicht hin. Kostet 260. Und kleiner ist nicht. Naja, müssen wir dann sehen. So. Bitte um Rückmeldung. Achso, das können natürlich erst ist auf dem Weg. Bernd Eisenstein, Rechtsanwalt und persönlicher Rechtsberater von Prinz Duarte, den königlichen Hoheit, die kürzlich auf dem Internet zur Flughafen in Calden in den behördlichen Gewahrsam genommen wurde. Wir dürfen unsere Reise nicht fortsetzen, bevor nicht unser Computer von den Behörden gründlich durchsucht worden ist. Unglücklicherweise ist dieser Computer aufgrund von Unachtsamkeit oder aus Versehen nicht in einen funktionsfähigen Zustand. Autorisiert als abschließende Vergütung aller von Ihnen bereits gestellten Dinge $0 anzubieten und die komplette Bezahlung Ihrer Adresse in den Wege zu leiten. Bitte erst in die Festplatte und senden Sie das Gerät zurück an die angegebene Adresse. Okay. Was brauchst du denn für eine Platte? Scheiße, stinknormale. Ja, EZ Store 500. Okay. EZ Store 500. In den Warenkorb. Gut, die ist da auch drin. Dann schauen wir mal eben. Als erstes machen wir mal den Virenscan. Da finden wir schon mal nichts. Das ist schon mal hervorragend. Dann starten wir mal die Systeminfo. Supreme 2133 RAM. Temperatur ist eigentlich auch gut. Speicheruhr auch 2133. Was überhitzender PC? Teile 0. Interessant. Würde ja noch einen Lüfter einbauen, aber den haben wir ja auch drin. Der dreht sich auch. Dr. Wright. Was sagt denn Dr. Wright noch? Wurde schon immer sehr heiß. Wir führen mal 3D-Mark aus, obwohl das ja eigentlich... Ah. Clock Watchdog Timeout. Prüfen Sie, ob neue Hard- oder Software ordnungsgemäß installiert ist. Sofern Sie sich um eine neue Installation handelt, erkunden Sie sich bei NRA. Man kennt es.
Du hast zwei gedrückt, Mann. CPU-Geschwindigkeit 2800. REM-Geschwindigkeit 2133. Warte mal. Ist hier vielleicht Staub, was man irgendwo nicht sieht? Kann ich mir nicht vorstellen. Bin ja schon fast mit meinem Latein am Ende. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Obwohl. Na, 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 na. Ich weiß, was es ist. Den Fehler, den wir immer selber gemacht haben. So. Dann wird es jetzt mal halt eine etwas längere Folge. So, und. Nein! Ach, ja. Ich hier nie. Ich hier nie. Das habe ich mich so gefreut. Los, komm. Er schmiert zumindest nicht ab. Ich glaube, das war der Fehler. Genau. Läuft der Fehler. 474. Ich bin mal gespannt. Alte Rumpelbude hier. Okay. Das Ergebnis seht ihr natürlich in der nächsten Folge. Bis dahin würde ich sagen, Leute, euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao, ciao.